Ich grüße euch, da bin ich wieder. So, es geht weiter mit den Verben, mit den Verben, die mit legen zu tun haben. Also legen plus Präfix. Okay, es gibt zum einen zerlegen. Das neugierige Kind zerlegte Papas Rasierer. Neugierig kennt ihr, oder? Es ist, ich glaube, nosy, curious. Also ein Kind, das neugierig ist, ist immer, was ist das? Warum ist das so? Und warum ist das hier? Und wie heißt es? Das ist neugierig. Und das ist eine ganz gute Eigenschaft, nicht nur für Kinder. Also, zerlegte Papas Rasierer. Das bedeutet, der Rasierer war ganz und das Kind hat geguckt, ah, okay, hier ist das und hier ist das und hier ist noch ein Knopf und hier ist ein Kabel. Am Ende wollte Papa sich rasieren, aber der Rasierer war in 10 Teile zerlegt. Das Kind hat es zerlegt. Also in Teile zerlegen. Und das Zerlegen hat noch eine andere Bedeutung, und zwar, er zerlegte seinen Opponenten mühelos. Opponent ist Gegner, also Opponent auf Englisch auch so. Zerlegen bedeutet so gut argumentieren, dass der Gegner sagt, okay, ich kann nichts mehr sagen. Also, naja, zum Beispiel, wenn wir eine Debatte haben und ich bin für etwas und mein Gegner ist gegen etwas und dann diskutieren wir und ich habe aber so gute Argumente und ich habe auf alles eine Antwort, dass mein Gegner sagt, okay, du hast gewonnen. Das bedeutet, ich habe meinen Gegner zerlegt. Es ist, Achtung, ziemlich umgangssprachlich. Also benutzt es bitte beim Sprechen, aber nicht beim Schreiben. So, dann geht es weiter. Na, na, na. Ich hab's gleich. So, okay, das kam gestern in einem Kommentar und vielen Dank für die Anmerkung. Das hatte ich vergessen. Überlegen. Ich weiß es noch nicht genau, ich muss überlegen. Überlegen bedeutet nachdenken. Also ich bin noch nicht sicher, ja, gehe ich heute in die Stadt, gehe ich heute nicht in die Stadt, gehe ich ins Kino, gehe ich nicht ins Kino. Ich muss überlegen. Aber ich bin schon wieder, ich weiß nicht, wenn ich die Kärtchen schreibe, ich male immer meine Finger an. Das ist furchtbar, wie ein Kind im Kindergarten. So, und überlegen hat noch eine andere Bedeutung, aber nicht mehr als Verb. Deswegen habe ich hier ein Ausrufezeichen. Und zwar, mein Referat ist deinem weit überlegen. Überlegen ändert sich nicht in dem Fall. Es ist, wie gesagt, es ist kein Verb. Es hat hier die Funktion von einem Adjektiv wahrscheinlich. Das heißt, wenn ich sagen will, etwas ist viel besser als etwas anderes, dann sage ich, es ist überlegen. Also, mein Referat ist deinem Referat weit oder weitaus überlegen. Dativ. So, okay. Dann haben wir das Wort vor, nein, verlegen. Verlegen ist auch umgangssprachlich in dieser Bedeutung. Ich habe meine Schlüssel verlegt. Hast du sie gesehen? Verlegt bedeutet, ich habe sie irgendwo hingelegt und vergessen, wo sie sind. Keine Ahnung. Sowas wie, es ist nicht ganz wie verloren, es ist nicht so dramatisch wie verloren. Verlegt bedeutet, habe ich sie auf den Tisch gelegt oder habe ich sie im Auto liegen lassen oder habe ich sie in der Küche hingelegt? Das ist ungefähr sowas. Verlegt, und es gibt noch eine zweite Bedeutung von verlegen. Das ist veröffentlichen, also publish. Sein Buch wurde seit Jahrzehnten nicht mehr verlegt. Also, wessen Buch wurde nicht mehr verlegt? Na, irgendein altes Buch wurde nicht nochmal gedruckt, nicht nochmal veröffentlicht. Das bedeutet verlegt. Wenn ich ein Buch schreibe, früher oder später, suche ich wahrscheinlich keinen Verleger dafür, keinen Publisher oder keinen Verlag. Das Substantiv dazu ist Verlag. Sondern ich veröffentliche das wahrscheinlich in PDF selbst. So, dann. Und ich glaube, das reicht für dieses Video, dann reicht es für noch ein kurzes. Also, das war das Video Nummer, was war das? 4 zu den Verben mit legen und gleich kommt noch eins noch. Wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön.